Ein Künstler, der sich treu bleiben will, muss sich weiterentwickeln. Und wisst ihr was? Ich habe bei dem Konzertprogramm schon mal damit angefangen. Wir haben wochenlang geprobt und die vielen Hits und auch die neuen Songs wirklich ausgearbeitet. Deswegen war ich so gespannt darauf, wie wird mein Publikum das annehmen. Und deswegen war gerade Dresden für uns als Konzertpremiere ungeheuer wichtig. So wie Weihnachten, wenn das große Sammelpaket ankommt und die Familie dann da sitzt und packt aus. Was haben wir denn hier? Oh, das ist aber schön. Ohne Krawatte. Ohne ordentlich schon wieder eine Krawatte. So wird es etwa dem einen oder anderen ergehen, keine Ahnung. Seid ihr einsatzbereit? Selbstverständlich! Ich kann euch nicht hören! Selbstverständlich! Es ist kurz vor dem Konzert. Wir haben alles nochmal durchgespielt. Wir sind mega, mega aufgeregt. Und ich kann nur sagen, ich habe Lampenfieber und ich freue mich auf euch. Du schlägst wie eine Bombe in mein Leben. Also ich bin die Agnes Schnabel, ich komme aus Dresden. Ich bin Reim-Fan jetzt seit 18 Jahren. Mir gefallen seine Titel, weil die aus dem wahren Leben sind. Wo ich immer wieder mal mich vielleicht noch mit drin sehe, meine Situationen. Ich bin auf die Bühnenshow gespannt, weil er gesagt hat, es ist alles neu, alles anders. Ich bin der Björn Reier, komme aus Greiz. Ich erwarte mir von heute Abend, dass es sehr rockig wird, aber auch sehr unplugged-mäßig bei manchen Stücken. Ich bin die Conny aus Dresden und Matthias Reim kenne ich eigentlich seit der ersten Stunde. Ich habe jetzt gar keine Erwartung dran. Ich will mich einfach überraschen lassen, aber ich denke mal, so wie er ist, der Matze, macht er alles wieder gut und super und perfekt. Und das wird, ich denke mal, ein super, super Konzert werden. Ja, und darauf freue ich mich. Ich bin der Dave, komme aus Halle, von der Saale. Ich finde ihn einfach geil. Der singt mein Leben, ich finde ihn klasse. Und er soll weiter so machen und gesund bleiben, das ist das Wichtigste. Ich bin die Annette, komme aus Dresden. Bin mittlerweile 45 Jahre und er begleitet mich eigentlich schon seit meinem Teenie-Alter. Also ich bin total neugierig, weil ich hatte mir sein Video auf Facebook angeguckt, wo er das ja ein bisschen erläutert hat, was er so macht. Weil wie gesagt, ich würde denken, dass er seiner Linie schon treu bleibt, aber trotzdem nochmal versucht, einen anderen Kick dem Publikum rüberzubringen. Und da bin ich einfach nur neugierig und lass mich überraschen. Ich bin der Wilko aus Rostock, wie gesagt. Kennt du Matze von Anfang an. Ich meine, der hatte die Klassiker, die immer wieder gut ankommen. Wenn da so zwei, drei neue mit drin sind, ist auch okay, ne? Also ich bin die Anke, ich komme aus Freiberg. Mittlerweile sind es 15 Jahre, wo ich Matthias reinhöre und auch regelmäßig zu Konzerten gehe. Er singt halt vom Leben und das passt in vielen Situationen. Ich freue mich sehr darauf. Ich habe nur extra die alten CDs wieder angehört. Ich denke, ich bin auch sehr textsicher. Ich bin Kevin, 19 Jahre, wäre 20, komme aus Sachsen-Anhalt. Bin heute extra 130 Kilometer gefahren, um dass ich heute hier sein darf. Ich bin der Meinung, dass Matze wirklich ein sehr engagierter und auch wirklich zielstrebiger Typ ist. Ja, und dass er dann eben auch selber sich stetig verbessern möchte. Es war vorher schon eine klasse Tour, auch in Berlin. Das war einfach nur spitze, dabei zu sein. Und ich denke mal, gerade was ich jetzt so aus den Facebook-Videos und sonst irgendwas hier sehen habe, da ist eine Steigerung da, dass auch alte Nummern wieder gesungen werden. Und das ist eben das, was mich heute reizt, auch hier nach Dresden zu kommen. Also ich bin Saskia, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Leipzig. Also ich fand diese Akustik-Session sehr schön in den letzten Jahren und das würde mir halt auch sehr gefallen, wenn man da mal andere Lieder mit reinstellt. Mein Name ist Heiko Dörditz, komme aus Halle-Saale. Na ja, das ist... große Stimmung gibt ja. Ich bin Michelle, ich komme aus Dresden, bin 15 Jahre alt und bin schon seit meinem 6. Lebensjahr jedes Jahr in Dresden auf dem Konzert. Ich erwarte wieder mal ein unvergessliches Konzert. Ich heiße Andrea, bin
mit Matze groß geworden seit 27 Jahren, fahre seit 97 den Konzerten hinterher. Die Ehrlichkeit der Texte, die Art des Produzierens des Klanges und eigentlich doch, dass er sich vom sogenannten Schlager doch einiges abhebt zu den anderen. Ich bin der Roland Kunze aus Soland, das ist an der tschechischen Grenze. Mal nicht ganz so gut drauf ist, dann legt man mal von ihm eine CD ein und sofort ist man wieder eigentlich gut drauf. Ich heiße Ninja, ich komme aus Hof. Ich freue mich auf alte Lieder im neuen Gewand und dass er auch die Gitarre wieder öfter in den Arm nimmt, weil ich finde, die steht ihm sehr gut. Ich bin Sabine Sittag, komme aus Gröditz. Ich bin die Selim Reiche, ich wohne in Waldheim. Er ist er selbst, er hat sich von ganz unten wieder nach oben gekämpft, ist einfach sympathisch, macht super Texte und ja. Und er kann halt gut singen. Ja. Du schlägst wie eine Bombe in mein Leben. Ich stehe an der Wand, will mich ergeben. Ohne jede Strategie und selbst tausend wilde Pferde halten mich jetzt nicht mehr hier. Ich muss meine Sehnsucht heilen und das kann ich nur bei dir. Doch wie man liebt, das hat uns keiner. Das richtig macht. Ich hab geglaubt, es wäre einfach. Das kann doch jeder hier. Wo bist du? Wo bist du? Ich hab so oft daran gedacht. Haben wir da was falsch gemacht? Ich vermiss dich. Vermiss mich auch. Ich glaube ganz, ganz fest daran. Verdammt, ich lieb dich. Lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Ich will euch nie verlieren. Mir hat sehr gut gefallen. Es war Hammer. Es war spitzmäßig. Matze hat mich wirklich, also hat meine Erwartungen vollkommen übertroffen. Ich bin jetzt noch ganz geflasht. Ja, geil, wie immer. War wunderbar, Bombe. Weiter so, es ist das, was ich mir von Matze wünsche. Schön, richtig schön. Besser, als ich mir vorgestellt habe. Super, genial, schön. Es hat uns sehr gefallen und er kann so weitermachen. Viele sind nach der Show zu mir gekommen und haben gesagt, Matthias, das war das Beste, was wir je von dir musikalisch gesehen haben. Wisst ihr was? Solche Sätze tun gut. Und jetzt kann ich nur sagen, ich freue mich darauf, das jetzt weiterzumachen. Ich freue mich auf die großen Open Airs, die noch kommen. Also, kommt auch, wenn ihr Lust habt.